Mögt ihr das Dark Trooper Battle Pack oder Dark Trooper Attack Set, wie es eigentlich heißt, genauso gern wie ich? Ich mag den Force Push. Ich finde, es sieht als Displayset einfach nett aus und man kriegt da drei Dark Trooper. Ich finde es prinzipiell gut, dass sie so ein kleines Set draus gemacht haben, auch wenn ich mir für die 30 Euro noch ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber prinzipiell ist es gut, weil dadurch kommen wir billig an die Dark Trooper ran. Was ja eigentlich der Sinn dieses eigentlichen Sets auch ist, schätze ich mal. Aber als ich dieses Set gesehen habe, habe ich mir sofort gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn das größer wäre? Ein richtiger Hallway mit allem drum und dran. Und in diesem Video werde ich, das hier werde ich untouched lassen, weil ich möchte immer eine Version, die das Original-Set widerspiegelt. Und in diesem Video werde ich 5 weitere Sets, also ohne das, 5 Sets kombinieren zu einem Mock, einem Hallway. Und wie das gelingt, das seht ihr jetzt in den nächsten Schritten. Ich zeige euch ein bisschen was von meiner Building Experience und dann das Endergebnis. Okay, folgende Situation. Hier haben wir das neue Dark Trooper Attack Set 75324. Das ist soweit ganz nett. Review ist bestimmt auch schon auf meinem Kanal, wenn ihr dieses Video seht zu dem Set. Und dieses eine hier werde ich auch so keepen, wie es jetzt gebaut ist und wie es gedacht ist als Sammlungsstück. Ich habe aber nochmal 5 weitere gekauft. Und bevor jetzt irgendjemand mir in die Kommentare schreibt, Brickstory hat das auch gemacht. Ja, ich weiß, aber ich hatte die Idee schon lange davor. Ich habe die ja vorbestellt vor einem Monat oder zwei. Genau, dass man da einen großen Hallway draus baut. Ich weiß, Brickstory hat ein ähnliches Video gemacht, aber Brickstory ist Brickstory. Und ich mache meinen eigenen Content. Und ich werde euch jetzt auf dem Laufenden halten, mit was ich so rauskomme. Bis gleich. 6,5 Stunden später. Yo, hier mal der Zwischenschritt. Das sind jetzt nur 2 Sets. Ich habe da nochmal 3 Zune stehen, die ich aufgemacht habe. Also den Start hier habe ich gelassen mit dem Aufzug. Den finde ich eigentlich ganz nett so. Und da fällt mir jetzt noch eine Plate. Ich habe jetzt mal quasi diese Plates hier rausgelassen. Und nur eine Studded Area gemacht und dafür hier gefliest. Oh, hier seht ihr den Anschluss für das nächste. Also es wird ganz cool, denke ich. Zweiter Tag. Ja, Leute, nach intensivem Basteln bin ich jetzt so weit. Genau da endet der Gang. Ich habe mir überlegt, ich will die Tür machen, hinter der die stehen. Und klar, das wird, also länger als so wird es nicht mehr werden. Aber es ist angedeutet, auf jeden Fall. Aber ich bin ja auch für einen Continuous Look gegangen, hier vorne mit der Line. Ich sehe, ich habe es auch oben ausgeteilt und ausgesmoothed. Und ich fand diese Cone Pieces, die man für die Aufzüge hat, fand ich ganz cool hier für die leeren Felder, so als Akzent. Genau, die Tür ist mega simpel. Das sind einfach nur so Paneele, ja, die sogar rausfallen, weil das noch nicht final ist. Aber an sich so simpel, wie es geht. Genau. Ich werde euch das fertige Produkt nochmal zeigen. Dritter Tag. Ihr seht, der Aufzug ist immer noch da und kann sich drehen. Allerdings ohne dieses komische Noppenteil, wo man es halt eigentlich drehen kann, weil es halt ein Display-Set sein soll. Hinten die Lücke, also da ist ja ein Gang. Das ist ja appropriate. Aber ich fand die hässlich und habe es mit einer Tür zugemacht. Ihr könnt sehen, ich habe da auch ein bisschen gemurkst. Also es ist jetzt nicht die schönste Lösung. Ich habe unter anderem mit Brick, mit diesem Teil Modified gearbeitet. Ich zeige es euch nachher noch von hinten. Dann habe ich eben diesen Gang erweitert und die restlichen Aufzugteile, die habe ich quasi hier rein gepackt. Ja, da sind die Waffen von ein paar Figuren verstaut auch. Weil ich dann diese leere Fläche hier cool füllen konnte. Das habe ich dann repliziert ein paar Mal. Ihr seht auch, ich bin hier vorne mit dem Glatten gegangen, um die zweite Wand anzudeuten. Genau. Hier ist dann quasi die Tür. Die habe ich einfach aus so Panels gebaut. Ist jetzt nicht die schönste Lösung, aber es war halt das, was ich hatte. Und man kann hier an diesem, ja, wenn es nicht ganz verrutscht, kann man an diesen Teilen ziehen und dann die Türen öffnen. Ja, es ist nicht der schönste Mechanismus, aber wie gesagt,
Es ist ja auch eher Display-wise und in meinem Display sollen die Türen auch zu sein, weil die Dark Trooper da anklopfen. Dann haben wir hier die Brücke. Ich habe hier noch so einen kleinen Stuhl gebaut für Baby Yoda und das soll halt der Bildschirm sein, auf den er Luke sieht. Mando natürlich dabei, Bo-Katan, Cara Dune und hier natürlich der geschlagene Moff Gideon mit Fennec Shand. Und das ist eine kleine Andeutung der Brücke. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil das vor einem schwarzen Hintergrund ist. Ich verschiebe das mal. Ich habe da noch so ein Dreieckgitter, wie man das von den Kreuzern kennt, angedeutet. Das sieht jetzt von außen, sage ich mal, also von der Seite finde ich, sieht okay aus. Von vorne ist es natürlich nicht die schönste Lösung. Auch das Pattern hier oben, da bin ich ziemlich stolz drauf, wie ich die Ecken hier abgerundet habe. Also es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Genau. Das ist auch nicht das letzte Mock, das kommt. Ich weiß, bei mir dauert es, aber ich habe auch momentan noch nicht so den Platz, um Mocks zu bauen. Wenn ich umgezogen bin dann und eine Wohnung habe, dann wird da mehr kommen. Genau, und das ist dann im Prinzip das Endergebnis des Mocks. Es sind über 79 cm Länge und wow. Hero, だから走れずは急増だから